Wir behalten uns vor, die Bedienung zu verweigern und jegliche Kriminelle K.O. zu schlagen. Wie auf dem Schild vermerkt. Tut mir leid. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Er war ein Loser. Ich bin keiner. Das war Freak. Weil du verdammt bist, wenn du nur noch hast, ey? Wir hätten im Brustwind bleiben sollen. Wie macht er das? Da unten treffe ich ihn nicht. Völlig abgedreht, einen Laden in der Stadt auszurauben, die von Spider-Man beschützt wird. Vielleicht besser, wenn ich nicht hier bin, wenn die Cops kommen. Ja, ich bin ein Trottel. Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Es ist Abend. Ist egal. Okay, jetzt alles frei. Doc liebt die. Er hatte sie an der Universität bei der Arbeit mit radioaktiven Isotopen auf. Er sagt, durch sie bleibe er demütig. Was ist das, Doc? So ein Material habe ich noch nie gesehen. Dient zum Verschweißen. Unglaublich, was? Die magnetische Isolierung begrenzt die Kreuzkontamination zwischen der neuralen Schnittstelle und den Armen. Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Wollen wir mal sehen.
Ich hab's. Zeit für ein bisschen Wissenschaft. Thank you.
Das sieht gut aus. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelays. Sehr schön. Okay, und jetzt? Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Fertig. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag.
Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Ja. Das könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Oh, Peter, bevor ich es vergesse, es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schau's mir an. Danke, Doc. Direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial! Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Hm.
Peter schöpft Verdacht. Er verbirgt es, aber ich spüre es. Er hat das Zucken bemerkt, die Verschlechterung meiner Feinmotorik. Naja, ich wollte ja einen Genie zum Assistenten. Natürlich weiß er es. Ich brauche mehr Zeit. Meine Arbeit kann das Leben von Millionen verbessern. Millionen von Leben retten. Auch mein eigenes. Ich brauche nur mehr Zeit. Doc, tut mir leid. Meine Tante schreit. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Hätten Sie doch früher was gesagt, Doc. Ich möchte Sie nicht belasten. Mein Zustand ist mir bewusster geworden, seitdem ich es Ihnen gesagt habe. Hi, May. Lass mich raten. Verspätung? Nein, bin so... sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann. Mach ein Netz. An alle Agents im Tenderloin. Wie lautet Ihr Status? Transporter unter Beschuss. Wiederhole, stehen unter Beschuss. Die Sable-Jungs schaffen das hier wahrscheinlich. Ich kann es nicht riskieren. Fühlt ihr euch schlecht behandelt? Versucht mal, die Stadt nicht zu zerbomben! Ist das mein Fanclub oder mehr Dämonen? Die Dämonen werden frech. Zentrale, wir sind mit neuen Haus. Überlass das nächstes Mal uns. Sorry, Jungs. Ich scheine ein Helfersyndrom zu haben. Spider-Man, ich brauche deine Hilfe. Mein Mitbewohner wird seit der Halloween-Party vermisst. Okay, wie heißt er? Letzter Aufenthaltsort? Er heißt Carlos. Ich habe ihn per Gesichtserkennung in den sozialen Netzwerken gesucht. Hier, ich schicke dir, was ich gefunden habe. Schlau. Wie heißt du? Philip Chang. Okay, Phil. Ich werde Carlos finden. Wenn du von anderen Vermissten hörst, sag Bescheid. Okay. Ich muss den Ort auf dem Foto finden. Hier ist die Freiheitsstatue, also muss es viel südlicher sein. Weit weg von der Universität. Wahrscheinlich das Finanzviertel.
Okay. Ich muss den Ort auf dem Foto finden. Von vor einer halben Stunde. Coole Heuristik. Hast du den Gesichtstracker selbst entwickelt? Ja, das ist meine Abschlussarbeit. Ich hoffe, ich krieg damit einen Job. Wenn das funktioniert, schreibe ich dir eine Empfehlung. Wenn ich den Ort auf dem Foto finde, finde ich auch Philipps Mitbewohner. Einer Rooftop-Bar aus. Von der ESU aus Richtung Süden. Wahrscheinlich das Finanzviertel. Bäume am Wasser. Das Gebäude steht vielleicht an einem Park. Sieht aus wie die Gegend da hinten. Die Studenten benehmen sich wie die auf der Halloween-Party. Lee muss sie verdorben haben. Feuer breitet sich aus. Ich muss das beenden. Das war der letzte. Was ist passiert? Alles war gut und dann nur noch Wut. Ich konnte nicht klar denken. Es ist jetzt vorbei. Aber lieber mal eine Weile kein Internet. Thank you.
ein schmaler Grat zwischen Verschwörungstheoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Auf diesem Grat stehe ich. Und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeiten zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige, abselten Motive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als auch das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Lebensweise. Und davor habe ich immer gewarnt. Wer mir zugehört hat, ist bereit. Für alle anderen bitte ich. Spider-Man, haben einen Schützen geschnappt. Der war hinter Osborns Stabschef her. Es gibt garantiert noch weitere Ziele. Der Typ hatte eine Karte dabei. Das Gericht war eingekreist. Bin dran. Versuchen Sie, mehr aus unserem Freund rauszubekommen. Das hier ist meine Nummer. Muss mich beeilen. Das Gericht könnte jede Sekunde angegriffen werden. Das Interview für mein... Soll ich... Wenn der Schütze mich beim Ziel sieht, wird er schießen. Ich muss den Schützen erledigen, bevor er schießen kann. Niemand mag Camper. Spider-Man, auf dem Telefon des Schützen waren noch mehr Namen und Orte. Soll sich offenbar alles innerhalb von Minuten abspielen. Kein Druck. Schicken Sie mir, was Sie haben. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Jeder, der je für Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand mehr in seiner Nähe sein. Der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Wenn ich dem Ziel zu nahe komme, schießt der Scharfschütze. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Wenn ich dem Ziel zu nahe komme, schießt der Scharfschütze. Minus eins macht zwei. Ich muss mir alle möglichen Nester für Scharfschützen ansehen. Ziel ist sicher. Nur noch einer. Schnell, sonst sterben Menschen. Warum halten sich Attentäter nie an meinen Tagesplan? Bin ich richtig? Wo ist der Attentäter? Gute Nacht! Gerade noch.
Officer, alle drei Schützen erledigt. Ist jetzt alles gut? Nicht ganz. Unser Schütze sagt, dass seine Jungs Touristen als Geiseln haben. Sie richten alle hin, wenn wir ihn nicht freilassen. Anhand der Funkmasten haben wir eine wahrscheinliche Position. Aber die schießen, wenn sie Cops sehen. Verhandeln Sie mit ihnen. Halten Sie sie hin. Ich nehme Ihnen Ihre Druckmittel weg. Die hinterlassen keine Zeugen. Wenn ich die Geiseln nicht rette, sind sie tot. Wenn die mich sehen, töten sie die Geiseln, bevor ich bei ihnen bin. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Der Staatsanwalt sitzt an Ihren Forderungen. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Jungs, mach was hier, mach. Warum bin ich nicht in Hawaii? Schlaf schön. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Ich muss sie unbemerkt ausschalten. Hat dich überrascht, was? Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Träum süß. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Der Staatsanwalt ist an Ihren Forderungen. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Der Staatsanwalt sitzt an Ihren Forderungen. Gut. Wir brauchen Zeit, um die Freilassung zu koordinieren. Keine Inhaltetaktik mehr. Keine Spielchen. Warum bin ich nicht in Hawaii? Ihr Blut ist der Preis dafür!
nicht schnarchen. Mach mal Pause. Danke nochmals, Spider-Man. Hätte böse enden können. Ohne euch hätte ich nichts davon gewusst. Wir sind ein gutes Team, Officer. Hey, vielleicht bringen Sie ja ein paar Ihrer Kumpels dazu, mir zu helfen, statt auf mich zu schießen.